Wir Konzept zur Restrukturierung der Schäfflergruppe präsentiert. Sagen auch sollen in der Schäfflergruppe in Deutschland die Personalkosten 250 Millionen gesenkt werden. Das entspricht 4.500 Arbeitsplätzen. Fast jeder sechste Arbeitsplatz wäre wegfallen. Nicht berücksichtigt sind gar 1200 Leiharbeiter, die bereits im November uns verlassen haben. Die 4.500, das sind für eigene Worte, dass das ein wenig auf der Zunge zergehen ist. Die 4.500 Arbeitsplätze sollen unterschiedlich auf die Standorte verteilt werden, je nach vorgesehener Auslastung. Für die Werke, die nicht zur Schäffler-Kategorie zählen, wie zum Beispiel Luft oder der Standort Elbershausen, hat der Gesamtbetriebsrat noch keine Zahlen bekommen. Die abzubauenden Arbeitsplätze sind mit einer Umsatzsteigerung. Und jetzt kommt die Grüne. Wo wollen euch der Hunsdorfer eigentlich bei den Schaffner?